Unser Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache war im schönen Vorarlberg unterwegs. Der Vormittag war noch dicht gefüllt mit zahlreichen Medienterminen. Danach folgte ein Besuch, auf den sich HC Strache besonders freute. Der Besuch bei einem der größten Landwirte in Vorarlberg in Höchst. Gerechte Fördersysteme und faire Preise für die Produkte der Landwirte sind Heinz-Christian Strache ein besonderes Anliegen. Also ich nehme an, dass die Freiheitlichen nach der nächsten Wahl in der Regierung sein werden. Und dann ist es wichtig, dass der Kanzler auch eine Ahnung von Landwirtschaft hat, direkt von der Pike auf. Und unsere größten Probleme sind eigentlich, dass die Handelsketten und der Tourismus gegenüber uns Erzeuger von regionalen Köstlichkeiten nicht fair ist. Und ja, das gebe ich ihm mit, dass er das dem zukünftigen Landwirtschaftsminister auch so beibringt. Ja, das Ländle ist halt immer wieder etwas ganz Besonderes, diese unglaublich tolle Landschaft. In einer Region sozusagen, in einer kleinen Region, alles, was an Schönheit sozusagen es gibt, verbunden miteinander vom Bodensee in die wundervolle Bergwelt und großartige Menschen. Und jetzt vor allen Dingen bei einem der größten Landwirte da im Ländle, der im Bereich der Kraftnahrung sehr aktiv ist und sehr erfolgreich ist. Da sieht man, wie eine positive Tierhaltung auch gelebt werden kann. Wir haben das vorher bei den Küng sein, die überall im Wesentlichen hier sich frei bewegen, auch nicht nur am Feld, sondern auch neben den Stallungen, die es hier gibt, wo sie ohne angekettet zu werden sich frei bewegen können, den sogenannten Wellnessbereich haben wir ja, mit Bürsten und so weiter, sich auch den Rücken schrubben und kratzen können. Und das ist einfach schön, wenn man sieht, dass die Tiere da auch in einer guten, liebenswürdigen Art auch gehalten werden und eine gute landwirtschaftliche, biologische Handhabung hier auch gelebt und gesichert wird. Und mit den Landwirten auch im freiheitlichen Bereich heute zusammen, die hier natürlich ihre Sorgen, Nöte und Wünsche auch artikulieren. Und ich sage, da ist viel zu tun. Da müssen wir schon einiges weiterbringen, damit auch der Arbeitsplatzbauer das Gewicht bekommt und auch die Landbildpflege da stärker mit eingebunden wird in ein gerechtes System und man auch Druck ausübt, dass faire Preise endlich für die Landwirte möglich gemacht werden. Weil jeder Betrieb, der in der Landwirtschaft zusperrt, sperrt nie wieder auf und der geht für ewig verloren.